Hast du dich auch schon mal gefragt, wo das dein Platz ist, wie deine Zukunft so weitergehen aussehen? Mein Name ist Christian Dummermuth, ich bin Heilsarmee-Offizier in Adelboden. Ja, wir kennen die Frage vielleicht besser als aus unserer früheren Erwachsenenzeit oder aus den Teenagerjahren. Dann sind das so Fragen, die vielleicht nicht offensichtlich, aber doch latent unterschwellig uns begleiten. Ja, wo soll ich her? Was ist der Beruf? Wo kann ich mich einbringen? Ja, was ist vielleicht auch der Platz, wo Gott für mich parat hat? Ich habe Landwirt gelernt und dort sind mir so zwei Aspekte wichtig geworden, die uns auch in der Bibel nachgebracht werden. Im ersten Buch Mose, im zweiten Kapitel, lese ich mir, wie Gott die Welt gemacht hat und wie er dort auch den Mensch macht. Er nimmt Herd und formt daraus den Mensch. Und dann blaset er ihm den Lebensodem ein. Das ist etwas ganz Spezielles, was er nur beim Mensch macht. Und ich glaube, es darf für uns auch der Zuspruch von Gott sein, dass wir eben dürfen tätig sein, dass wir dürfen schöpferisch sein, wie auch er war. Also wir dürfen handeln, wir dürfen uns einbringen. Und das zweite Bild in diesem Abschnitt von der Bibel ist das Bild, wo Gott einen Garten pflanzt. Er nimmt den Menschen und setzt ihn zumindest in den Garten rein. Es ist ein Garten, der eben angelegt ist. Ein Garten, der einen Schutzmauer herum hat, Geborgenheit ausstrahlt. Eigentlich der ideale Lebensraum, wo sich der Mensch frei entfalten kann. Es bleibt dort aber auch, wird in der Geschichte geschildert, die zwei Bäume, wo der Ind eben der Baum vom Leben ist und der Anger der Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse. Der Mensch ist gemacht für in der Abhängigkeit von Gottes Leben und mit, ja, für auch seinen Plan weiterzuführen. Der Mensch hat sich aber entschieden, selber zu entscheiden und so hat Gott ihn auch wieder aus dem Garten von der Geborgenheit rausgenommen. Ich denke aber, wenn wir uns nach Gott ausstrecken, hat er auch wieder für uns so einen Garten parat. Wenn wir ihn fragen, wo ist der Platz, den du uns hergestellt hast? Und ja, es sind nicht die perfekten Gärten wie im Paradies, sondern es sind Gärten, die Mängel haben. Gärten, die geprägt sind von Enttäuschungen und Leiden. Und so siehst du vielleicht, ja, das ist zwar ein schönes Bild, aber es ist doch einfach sentimental. In meinem Garten, da ist es wie, wenn Unkraut kommt, gejett, wie wenn Steine würde rumliegen. Aber ich glaube, das ist genau auch das, wo Gott reichen wirken will. Ein Stehhaufen im Garten, wenn wir das im Frühling beobachten, wenn noch Schnee liegt, dann wird der Schnee um den Stehhaufen um zuerst schmelzen. Die Steine nehmen das Sonnenlicht auf, die Wärme speichern und geben sie wieder an die Umgebung ab. Und so wird etwas abgestrahlt. Und so kann gerade in diesem Stehhaufen innen Fruchtbarkeit entstehen, bevor an anderen Orten im Garten. Und ich denke, das ist etwas, was Gott uns auch zusprechen will. Er hat dich in den Garten eingestellt, wo du bist. Oder vielleicht hat er auch für dich einen ganz speziellen Garten parat. Und es ist nicht alles Butter, es ist nicht alles Schocki, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wir dürfen auch gerade in dem Innen, im Schwierigen Innen, unsere Hypothek Gott herlegen. Und vielleicht macht er es wie beim Stehhaufen, dass aus einer Hypothek ein Kapital darf werden. Also, wir sind angesprochen von Gott. Wir haben den Lebensatem, den Lebensodem. Wir dürfen tätig sein, wir dürfen kreativ sein, wir dürfen schöpferisch sein. Und Gott will für uns auch einen Garten parat machen, ein Ort, wo wir uns einbringen können. Ich wünsche euch in diesem Sinn ganz fest Gottes Segen.